Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Tomb Raider. Im letzten Part sind wir in die Falle bzw. in die Fänge von ja diesen komischen Leuten hier, die anscheinend russischer Herkunft sind, gefallen und Lara hat ihren ersten Mord begangen. Zwanghaft. Na, ich glaube, das machen wir jetzt mal lieber nicht, von hier oben zu schießen. Das könnte uns eine unnötige Aufmerksamkeit verschaffen. Und die wollen wir doch einfach mal vermeiden. Und wir müssen uns jetzt hier erst einmal versuchen, ohne erwischt zu werden, durchzuschleichen. Ich habe keinen Ausweg, ne? Ach, Headshot. Okay. Die hätten wir erledigt. Ja, wir haben auch im letzten Part unsere erste Waffe bekommen. Wie man hier gerade gesehen hat. Und mit der können wir uns jetzt nochmals anders da besser verteidigen. Als nur mit dem ollen Bogen, den wir bisher hatten. Die Gegner natürlich auch noch looten, ist ja klar. Verschwindet, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich habe euch doch nichts getan, außer euch getötet, eure Freunde getötet, weil ihr mich töten wolltet. Ich finde das gerecht. Also lasst mich doch einfach in Ruhe, Leute, ne? Ist doch alles okay. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, lasse ich euch auch in Ruhe. Haha. Er ist schon mal tot. Okay, mehr gibt's hier anscheinend nicht an Leuten. Nicht verbrennen, ich will dich noch looten. Dankeschön. Ja, dass man hier den Pfeil nochmal aufladen kann, weiß ich auch. Spiel. Haha. Oh, da kommt jemand. Alles in Ordnung? Ey, komm her. Haha, und tot. Ja, um leise Kills zu machen, nutzt er den Bogen. Weil wenn ihr die Pistole nutzt, die hört man halt. Und die hören ja halt die Gegner. Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Es war erschreckend leicht. Naja. Es ist vielleicht nicht schwer, aber es fällt einem schwer. Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Wer weiß.
Ich weiß auf jeden Fall nicht mehr, wo die alle sind. Von daher werde ich sie wahrscheinlich auch nicht alle finden. Ach ja. Wow, ein Lagerfeuer. Bei Alpen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Warum nur Ross? Naja, auf jeden Fall Laras Tagebuch 2 gemacht. Geschafft. So. Was haben wir denn hier? Eine kleine Höhle mit Bergungshut. Okay. Und noch einen Schatz. 20. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut 2 Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Dieser Mephias scheint also schon länger hier zu sein. Und diese ganzen Leute, die uns angreifen, ebenfalls. Aber warum greifen sie uns an? Nee, dahinter kann man nicht, schade. Ist eine Felswand. Ich meine, wäre es nicht sinnvoller, sich zusammenzutun? So, die auch ausgeschaltet, ohne dass sie einen bemerkt haben, das ist immer wichtig. Also da müsst ihr wirklich drauf aufpassen. Weil wenn ihr die einmal alle, wenn einer euch erwischt, seid ihr schon am Arsch. Weil dann rufen sie Hilfe und dann geht die ganze Postel ab. Dann dürft ihr euch gegen ganz viele andere Leute hier durchsetzen und das ist eigentlich einfach nur Munitionsverschwendung und unnötig. Von daher passt da am besten ein kleines bisschen drauf auf, dass ihr nicht erwischt werdet. Na, Feuer, genau. Ja. Oh, warte mal. Bam. Ja gut, jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Also müssen wir jetzt auch aufpassen. Ist ja nicht so, dass dieser Typ da schon stand, ne? Und uns eigentlich sehen müsste. Vor allem ja alle Taschenlampen, die müssten uns eigentlich auch alle sehen. Geh mir deine Taschenlampe weg. Aber ich glaube, das bringt nichts, den abzuschießen, weil die anderen sehen das. Deshalb lasse ich es erst einmal und gehe einfach weiter. Und hoffe, nicht gesehen zu werden. Genau.
Könnt versuchen, den Typen da hinten abzuschießen. Okay, das haben die nicht bemerkt. Okay, alle erwischt. Aber ich glaube, haben die Hilfe gerufen? Ja, haben sie. Schade. Ah, ich hätte da oben das, die Laterne nutzen können. Geh weg, Junge. Ich will nicht abgefackelt werden. Mach mir einfach mal auf, wenn es eigentlich irrelevant ist, aber egal. So, und hier weg, schnell! So, hier sollten wir erst einmal in Sicherheit sein. Vorerst. Natürlich schauen wir uns hier noch ein kleines bisschen um. Na, hier baue ich Feuer. Und da komme ich nicht lang. Okay, aber hier hinten haben wir ja Feuer. Sprung! 3, 2, 4. Einmal die Fackel auffackeln lassen und dann wieder hier hochklettern, denn wir wollen das Bergungsgut. Bergungsgut ist immer wichtig, weil damit können wir unsere Waffen upgraden. Und ja, bessere Waffen sind bessere Waffen und die können halt nie schaden, ne? Okay, da hinten. Können wir da hin? Müssten doch eigentlich. Ja, nicht runterfallen, Lara. Das könnte gefährlich werden. Okay, hier ist auch noch was. Oder auch einem Adligen gehört haben. Hier scheint sonst nichts mehr zu geben, okay. Hier liegt sonst auch nichts mehr, na gut. Lara. Jump hier nicht so viel herum. So, ich will mal schauen. Wir müssen ja eigentlich auch wieder zurückkommen. Und deshalb hole ich mir das jetzt noch kurz. Das sind Erfahrungspunkte, okay. Die Erfahrungspunkte, je mehr man davon hat, sorgt halt dafür, dass man dann auch Fähigkeitspunkte bekommt. Womit man eben auch seine Fähigkeiten dann upgraden kann. Und das kann ja auch nie schaden, ne? Von daher sollte man da auch immer schön die Erfahrungspunkte sammeln. Damit man da halt auch weiterkommt. Nee, da lernt noch was. Das wollen wir doch auch noch mitnehmen. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Vater Matthias. Das scheint dieser Matthias zu sein, den Sam begegnet ist. Ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl, ich weiß ja auch nicht wieso. Oha. Das würde ich nicht schaffen, glaube ich. Vor allem, ich bin nicht gerade so dünn wie Lara. Bin nicht so ausdauernd wie sie. Und vor allem nicht so sportlich wie sie. Ich kann hier nicht mal ein Seil hochklettern. Vielleicht ein paar Meter, okay. Ein, zwei Meter, das war's dann aber auch.
Ja, ich muss mal mehr Sport machen, ich weiß. Aber so sportlich wie Lara werde ich wahrscheinlich nie. Aber das muss ich auch nicht, ne? Man muss ja nicht immer das Sportlichste von allen sein. Wer schießt da? Wieder irgendein Solari oder wie auch immer die sich nennen? Ruff? Werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kyle. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Rudel ist irgendwo da oben. Okay, Ross haben wir also gefunden, aber er ist nicht gerade in einem sehr tollen Zustand. Wieso ruckelt das Spiel hier gerade? Meine Güte! Jawohl, weshalb wohl? Das können wir nicht. Hühnchen! Mir geht das Hühnchen jagen. Komm, nee, lassen wir mal. Arme Hühnchen, hat uns nichts getan. Noch nichts. Aber wie wir aus Zelda wissen, Hühner sollte man immer in Ruhe lassen. Tut man einem Huhn was, ist man am Arsch. Ja, jetzt ist es unsere Aufgabe, zu diesem Wolfsrudel zu gelangen und den Rucksack wieder zu erlangen. Wo das Ganze, ja, dem ganzen Medizin drin ist. Okay, das ist zu rutschig, da kommen wir nicht lang. Schade. Aber hier geht es lang, genau. Ja, ich denke mal, die ganze Gegend hier werden wir im nächsten Part erkunden, weil ich würde jetzt ganz gerne noch zu diesem Wolfsrudel gelangen. Damit wir... Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Ja, damit wir halt einen Speicherpunkt haben zum einen, weil da werde ich dann wahrscheinlich den Part beenden. Auch wenn ich nicht weiß, wie weit wir jetzt hier gelangen. Aber auf jeden Fall, denke ich mal, werden wir dann im nächsten Part ja, das Ganze hier abschließen. Also hier auch alles erkunden, was wir jetzt in diesem Part nicht erkundet haben. Wow. Ein Flugzeug. Wow.
Holla die Waldfee, hier geht ganz schön was ab. Vor allem, wir können im nächsten Part dann auch, weil wir eine neue Fähigkeit bekommen, also eine neue Möglichkeit haben, hier alles zu erkunden, werden wir halt im nächsten Part soweit erstmal alles erkunden, was wir erkunden können. Und da sind wir auch schon. Hier geht's noch nicht weiter. Ich glaube, genau. Da unten werden wir auch noch hingehen können. Das werden wir dann auch am nächsten Part machen, denke ich mal. Denn ich würde jetzt ganz gerne hier noch kurz reingehen. Und hoffentlich finden wir den Rucksack. Okay, dieses Piepen. Wow, ein Wolf. Ja, ein Wolf in der Wolfshöhle. Ist klar, ne? Ist ja auch so was Besonderes. Dieses Piepen scheint dieser Sender zu sein. Alter. Okay. Ich hab ihn. Okay. Jetzt zurück zu Roth damit. Ja, aber hier läuft immer noch dieser Wolf herum. Und ich glaube, der. Genau, ja. Geh weg, geh weg, geh weg! Alter! Böses Hundipundi! Ganz böse! Ja, das war knapp, Lara. Es war ja klar, dass dieser Wolf nochmal kommt, ne? Als ob er uns einfach gehen lassen würde. Er hat uns schon als seine neue Mahlzeit gesehen. Kolabonga! Wuhu! Wir können gleiten. Nein, wieso habe ich kein Feuer mehr? Mann! Ist hier drüben noch Feuer? Können wir uns hier Feuer holen? Nein, leider nicht. Na gut. Dann gehen wir mal hier herunter, springen hier rüber. Wow, also dass die so viel, so weit springen kann, ohne irgendwelchen Schaden dabei zu bekommen. Schon erstaunlich, Lara. Du bist schon ein Naturtalent. Hallo Roth, wir haben deine Medizin. Flicken wir dich zusammen. Roth. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht.
Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ja, aber das werden wir erst beim nächsten Part erkunden. Genauso wie hier noch die ganze Umgebung werden wir auch noch erkunden. Ja. Lara, du hast dich schon bewiesen. Aber ich glaube, das Ganze wird noch, es wird nicht leichter. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine stabilere Kletteraxt. Mit der wir auch, ja, da oben sieht man nebenbei auch schon den Ort, wo wir hin müssen. Dieser Funkturm, das wird ganz schön tough, denke ich mal. Naja, aber das werden wir erst im nächsten Part sehen. Von daher, das war's mit Tomb Raider für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann wieder dabei sein werdet, wenn wir uns auf den Weg nach dort oben machen, zum Funkturm. Und bis dahin, ciao, ciao, Leute.